Dann würde ich sagen, fangen wir das nächste Kapitel an. Seiten wir jetzt hier einfach mal so durch, sage ich jetzt mal so. Ist auf jeden Fall eine richtig spannende Kampagne. Ich hoffe, ihr habt die letzten Teile mitverfolgen können oder so, was bis dato jetzt hier passiert ist. Und ja, ist nicht wieder los. Gefällt dir eine Story, gefällt dir eine Story, gefällt dir eine Story. Kleine Straße. Ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Nur Glück. Ich gebe dir die Chance für eine Revanche. Machen Sie mit, Boss? Es geht ums Geschäft, Pauli. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Ghilotti. Erkennt ihr ihn? Klar, eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Ja, haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats. Wenn ihr Politiker in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wrack? Ja, der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauli. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Er hat's geschafft? Ja. Eine Woche in St. Mary's, aber er ist durchgekommen. Wird er einen von euch wiedererkennen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Gut. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ghilottis Beerdigung ist heute in St. Michael's. Sam, du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochener Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Sauerei aufwischt. Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Ein Bordell? Ein Herrenclub, die Straße runter von St. Michael's. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Geld dort investiert. Schick mich und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. Soll ich ihn an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jagt den Laden in die Luft. Was? Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Pass auf, Tom. Die Damen dort kennen Pauli und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür, aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist das jetzt hier wieder? Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Greif dir alles an Dokumenten und Geld und dann platzierst du den Sprengstoff. Vincenzo besorgt dir alles, was du brauchst. Und die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja, aber sei schlau. Schieß nur dann, wenn du absolut sicher bist. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operation. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Sie heißt Michelle. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden? Ja. Tom. Geht klar, Boss. Dann erledige das. Dann wollen wir mal das Bordell in die Luft jagen, würde ich sagen, wa? Was sagt der Chat dazu? Was ist denn jetzt hier? Mal zu dell, mal zu dunkel. Was ist jetzt hier? Geht zu Winnie. Wir treffen die uns. Mission ist auch ganz toll, echt? Inwiefern ganz toll? Sarkastisch gemeint, oder? Schlag, Tom. Wir erledigen das. Wieder was gelernt. Dass der überlebt hat, das wundert mich auch so ein bisschen. Aber haben die gerade von dem gesprochen, der den Autounfall hat und eine Kugel bekommen hat? Du interessierst dich für knallige Sachen. Nimm die Bombe. Drück die Mädels von Onkel Vin, ja? Nicht heute, Winnie. Ach so. Ein bisschen sarkastisch. Ach so, okay. Gut, dann wollen wir das mal machen, wenn wir schon den Auftrag haben. Wir müssen reden. So ist das besser, ist schon ein bisschen besser.
Warte mal kurz. Ich muss dir noch was sagen. Wegen dem Mädchen. Michelle? Ja. Du musst sie nicht ausknipsen. Lass sie nur verschwinden. Kennst du sie? Ja. Ich war ein paar Mal bei ihr. Sie ist in Ordnung, Tom. Nur nicht so helle. Sie hat es nicht verdient, umgelegt zu werden, nur weil sie mir gern zuhört. Wird sie die Stadt verlassen? Wenn sie kapiert, was hier sonst blüht, ja, sie wird gehen. Hier sind 100. Gib sie ihr. Sie soll gehen, weit weg. Okay, Sam. Ich versuche es. Das ist alles. Dann mal los. Okay. Bin mal gespannt. Jetzt fahren wir mit dem V8. Aber vielleicht habe ich mich nur doof angestellt und du kriegst es vielleicht besser. Michelle, wir mal sehen. Die von der Rennstrecke, oder? Tom, wir werden nie mehr von ihr sprechen. Nie mehr. Ich habe dir alles gesagt und du hast zugehört. Und dabei belassen wir es. Okay. V8. Das wäre mal was, in V8 in Golf einzubauen. Nächste Golf. Behalte einen kühlen Kopf im Hotel. Finde die richtige Stelle und verhalte dich unauffällig. Der Manager hält sich für unantastbar. Du kannst einfach zu ihm gehen. Muss ich sonst noch was wissen? Nee, trödel nicht rum. Ghilotti ist jung gestorben. Es kann also nicht viel zu sagen geben. Wenn die Bombe hochgeht, lege ich los. Okay. Verkehrte Welt. Du baust Scheiße und darfst in den Puff. Und ich darf auf einer Beerdigung für dich aufräumen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Ich sehe da nur Arbeit. Wie professionell. Bring es diesmal einfach zu Ende, ja? Wie professionell? Wo liegt hier die Gerechtigkeit? Du darfst in den Puff. War schon lange nicht mehr in der Kirche. Werden immer noch die gleichen Lieder trällern. Letztes Mal schon. Die gleichen Lieder aus Kindertagen. Ja, du wirkst nicht besonders gläubig. Wegen der Beerdigungen, Tom. Es wollen alle immer das Gleiche. Auf die Familie zielen und abdrücken. Irgendwann gab es so viele Beerdigungen, dass ich nicht mehr hingegangen bin. Sie sind verdammt langweilig. Schade eigentlich. Bist jedenfalls immer passend dafür angezogen. Sehr witzig, Tom. Schreib dir den auf. Danke. Mach ich. Schreib dir den auf. Hochzeiten wiederum sind weniger langweilig. Da würde ich hingehen. Arbeitest du daran? Schätze schon. Gut. Der war Olli gut, kriegt es sowieso nicht hin. An dem würden die Bräute selbst nach einem Bad in Klebstoff nicht hängen bleiben. Er wird eine finden. Tom, seine eigene Mutter hat es aufgegeben. Und du solltest es auch tun. Zum Fahrschauen V-Live. Hast du etwa einen Todeswunsch? Willst du mal in die Fresse haben oder was? Das hast du mir auch noch verfahren. Ist eigentlich noch jemand dabei hier, Leute? Abgesehen von Nico. Sind ja noch 7 Zuschauer. Wir sind da. Ich richte der Familie dein Beileid aus. Viel Glück. Dir auch. Alle am Schlafen. Ja, also erstmal um die Uhrzeit, dass überhaupt noch 7 Zuschauer dabei sind. Ich meine, das ist ja schon erstmal eine amtliche Leistung bei so einem Game hier, ne? Ich meine, ist ja auch nicht selbstverständlich, sage ich jetzt mal so. Aber vielleicht gucken Leute noch auf dem Fernseher oder so, oder haben einfach nur einen PC laufen oder einen Laptop laufen oder was auch immer. Ja, habe ich vergessen, wo das Gaspedal ist. Frage ich, sagst du, der hier neben vor der Dings rumsteht oder was? Vor der Straßenbimmelbahn. Nimmst dich da drin, okay? Weißt du, wo ich den Manager finde? Ich habe nur die Tür im Auge. Hallo, Hübscher. Interesse an Drinks? Oder Mädchen? Oder beidem? Ein Mädchen. Und ich muss mit dem Manager reden. Ein Mädchen kann ich dir besorgen. Komm, such dir eins aus.
Ganz schön eine Riesenhütte. Ganz schön eine Riesenhütte, du musst es sagen. Nimm dir einen Drink, entspann dich und genieße es. Genau, genieße es und entspanne dich. Holala, was ist denn hier los? Hey, guten Tag, Sir. Hallöchen. Holla, was ist denn hier kaputt? Das ist ja hier einladend. Ach ja. Genau. Warum kaufst du mir nicht einen Drink? Weil ich eine andere Lady suche. Kennst du Michelle? Sag mir nichts, Baby. Ich bin neu hier. Kaufst du mir einen Drink? Wieso soll ich denn den Drink kaufen? Wir sind jetzt die Tante hier. Wir können uns auch einfach nur unterhalten, wenn du sonst nichts willst, Schätzchen. Was immer du möchtest. Was macht so ein hübsches Kerlchen an so einem Ort? Ich suche nach einer Michelle. Die hat oben zu tun. Ich aber nicht. Mir doch egal. Zieht mal was anderes an. Okay, da steht einer, da steht einer. Okay, gehen wir einfach mal hier in die Bar. Ich brauche den Manager. Hier durch zur Lounge. Sie gehören zu unseren neuen Geschäftspartnern, ja? Oh, mal reingehen hier, ne? Die Freundschaft zwischen dem Corleone und der Morello-Familie wird lange und fruchtbar sein. Sie sind der Manager? Beste Grüße von Don Salieri. Jemand soll die Kopf suchen. Er schießt mit einer Waffe. Geh in Deckung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, scheiße. Gefällt dir das? Wo sind jetzt die scheiß Michelle eigentlich? Heute wirst du sterben, ist dir das klar? Ich werde ihn nicht los! Schneid ihn ab! Wir machen dich fertig! Ach, scheiße! Ich sollte vielleicht erstmal die Michelle finden. Das wäre wahrscheinlich erstmal einfacher, oder? Scheiße, habe ich mich ja total blöd angestellt jetzt hier. Das ist ja völlig lost. Letzten Kontrollpunkt laden, ja. Ja, ich sollte erstmal die Michelle finden, bevor ich überhaupt erstmal irgendwas mache. Das wäre erstmal, bevor ich den ganzen Laden in die Luft jage. Oder? Das wäre der Hauptfeldzug. Ich denke mal, ich werde das erstmal so machen, ja. Ich wusste jetzt nicht, dass das jetzt gleich so ausgeht. Ich dachte, das wird anders halt gelöst mit dem Manager. Aber, okay, gut. Oder muss das so sein? Ich glaube nicht, dass das so sein muss. Hat aber jetzt lange gedauert. Ach so, okay. Warte mal, dann mache ich das mal anders. Dann mache ich mal letzten Kontrollpunkt laden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er jetzt genau wieder an dem Punkt anfängt oder nicht. Es ist schade, dass man die ganze Mission nicht neu starten kann. Das wäre natürlich noch ein bisschen besser jetzt. In dem Fall. Dauert das immer so lange. Oh, da bin ich genau in derselben Position. Das ist natürlich jetzt kacke. Such dir eine bessere Position, los! Was ist denn jetzt mit meinem Queenscreen da im Hintergrund schon wieder los, ey? Du hast nichts anderes gemacht wie sonst die ganze andere Zeit auch. Warum ist denn das jetzt so? Kotzt mich schon wieder an, ey. Kennt ihr das? Also ich habe immer nur ständig solche Probleme. Ich sehe ihn!
Arsch geschossen. Was ist denn jetzt hier mit meinem Queenscreen los da hinten? Ich hab den nicht geändert, wie so ein... Warte mal. Das ist meine Lampe. Das hat was mit Licht wieder zu tun. Das ist jetzt gerade in dem Moment was mit Licht zu tun. Warte mal. Machen wir mal blau. Das kotzt mich immer an, sowas hier, gell? Weiß ich nicht, was das immer sein sollte, hier echt. Kaufst du extra so ein scheiß Queenscreen hier? Dann funktioniert's nicht. Ja, wo ist jetzt diese komische Michelle hier? Ich hätte mich erstmal umgucken sollen, ich depp. So viele Dinger jetzt hier. Das fand ich, sind jetzt auch alle weg hier. Ist kein Schwanz mehr da. Geh ich jetzt hier irgendwie noch im Kreis oder was? Was ist mit ihm hier? Was sind denn die hier alle? Ja, dann gehen wir weiter in Deckung. Muss ich doch hochgehen wahrscheinlich. Ich finde Michelle im Zimmer 208. Aufnehmer wieder! Ich bin getroffen! Mann, treffe ich jetzt gerade einfach nicht. Er hat mich erwischt. Naja, den Skripten zuzuhören, ja. Keine Munition mehr. Ganz schön geräumig du hier, muss ich sagen. Ich höre den eigentlich ja schon zu, aber ich wusste jetzt nicht, dass das so ein Ausgangspunkt ist bei dem, mit freundlichen Grüßen hier bei den Finde den Manager. Das wusste ich ja jetzt in der Hinsicht nicht. Das war mir jetzt nicht bewusst, dass das halt so ist. Achso, deswegen habe ich jetzt, sonst hätte ich das jetzt gleich anders gemacht. Wo ist denn der andere Typi hier? Muss man irgendwo an der Ort wahrscheinlich oben sein. Laufen hier, oder was ist jetzt hier los? Warte mal, hier ist noch was. Von der Tür eintreten. Vielleicht liegt ja hier noch irgendwas rum, was man finden kann oder so. Schöne Badewanne auf jeden Fall. Naja, ob ich mich jetzt unbedingt besser anstelle wie du, das mag ich jetzt mal bezweifeln. Ich bin jetzt ja gerade selber hier total lost. Ja, ich muss hoch. Achso. Das hab ich jetzt. Ich seh ihn! Oh.
Neuen Zuschauer noch derzeit. Herzlich willkommen natürlich. Wie geht's euch so, die Leute, die noch zuschauen? Wie findet ihr so bis jetzt das Ganze hier? Ein paar Munition. Ich muss alles aufheben, was hier nicht bei 3 weg ist. Körper aufheben, ne? Hat ja mein Fahrstuhl hochfahren können, ich Depp. Auslichten hier. Michel. 208. Mhm. Kleidung. Dass ich hier irgendwas übersehe oder so. Ist noch eine hoch? Ja, genau eine hoch. Geht's auch nicht hoch. Hä? Geh ich mal hier runter. Gibt's hier nicht irgendwas, wo ich mich nachher kann ich mich irgendwo heilen, ja. Da heile ich mich mal schnell hier noch. Inwiefern meinst du das? Hast du denselben Fehler gemacht gehabt oder was? Oder wie meinst du das? Ja, ich wusste wie gesagt nicht, dass der Anfang so ist. Na, hätte ich jetzt. Ich hätte erstmal vielleicht Michelle finden sollen. Hoppala. Michelle? Was willst du? Heißt einer deiner Stammkunden Sam? Vielleicht. Viele Kerle heißen Sam. Du kennst ihn. Arbeitet für Don Salieri. Vielleicht hat er dann und wann Geschäftliches ausgeplaudert. Und vielleicht hat dir Don Morello Geld für Informationen gegeben. Nein, Sam vertraut mir. Ich sage nichts, das weiß er. Nun, der Don verliert viel Geld, weil jemand die Klappe nicht halten kann. Ich habe nur mit ein paar von Morellos Mädchen getratscht. Es war keine Absicht. Entschuldigung, ich werde nie mehr etwas ausplaudern. Ich weiß. Entschuldigung. Tut mir so leid. Kann man die Mission dann nochmal neu starten? Du hast Angst, ja? Gut. Vergiss nie, wie sich das anfühlt, solche Angst zu haben. Nur einen Schritt vom Abgrund entfernt zu sein. Denn wenn du dich je wieder in dieser Stadt blicken lässt, finden sie dich mit 2 Kugeln im Kopf. Hast du das kapiert? Du hast Glück, Sam hat ein großes Herz. Sieh dich an und hau ab, der Laden geht gleich hoch. Danke. Komm nie zurück und wir sind quitt. Okay. Reiches Büro des Managers. Ist offenbar ja auf der anderen Seite. Gibt's hier noch irgendwas, was man jetzt noch holen kann oder so? Eintreten in die Hütte. Aber die Zimmer sind irgendwie alle gleich, aber es gibt hier auch nichts mehr, was man irgendwie holen kann. Ich habe genau. Dache wäre richtig, okay? Ja. Irgendwie. Ja, hätte man vielleicht erstmal Michelle suchen sollen, ne? Ja. Schade. Dass ich jetzt. Ja. Komm sofort hierher! Was ist er denn hin? Was ist der jetzt? Halbautomatik, hast du da? Das ist meine. Was ist der jetzt hin? Ah, jetzt ist auf einmal oben offen. Und da. Such
eine bessere Position. Los! Muss nachladen, knallt ihn ab! Muss nachladen, geht mit der Kauf! Läuft auf jeden Fall. Gut. Das war ganz knapp gewesen. Naja, leider schade. Es ärgert mich jetzt wirklich, muss ich ganz ernsthaft sagen. Es ärgert mich jetzt so ein bisschen, muss ich ernsthaft sagen, dass ich jetzt hier nicht nochmal das Ganze neu hätte starten können. Dass ich erstmal wenigstens Michelle hätte finden können, mit der erstmal vielleicht wäre das Gespräch anders abgelaufen oder so. Ja. Ich meine, ja, ist natürlich jetzt ärgerlich gewesen, aber gut, was soll man jetzt machen? Ist jetzt immer so. Kann man jetzt immer nicht ändern, ne? Aber nur gut, wenn du auch denselben Fehler gemacht hast. Da wird es erstmal besser bedienen, wenn ich die Waffe mitnehme. Mach dich bereit zu sterben! Hier drüben! Muss nachladen, geht mir weg! Geh in die Deckung! Naja. Geh in Deckung! Ich brauche hier Unterstützung! Kommt und holt mich da! Hab ihn gefunden! Immer wiedersehen, du Schwein! Ich habe den Blick! Ah ja. Nimm das, du Bur! Läuft bei ihm. Also. Natürlich jetzt interessant, natürlich hier das Ganze. Ich weiß jetzt nicht, wie der Chat das Ganze sieht, jetzt hier oder nicht sieht. Ich sehe Blut! Ja, die Waffe kenne ich noch aus den anderen Mafia-Teilen. Gucken wir mal, hier vielleicht irgendwo was rumliegt noch. Offenbar nicht. Weiß ja nicht, wo jetzt hier noch jemand kommt oder nicht kommt. Eintreten, bitte. Danke. Das
ist nicht, wonach es aussieht. Okay. Läuft bei ihm. Läuft bei ihm irgendwie. Ja, jede Tür tritt da ein, nur die nicht. Genau. Was haben wir hier? Diese Personen könnten von Interesse sein. Ich habe ihre Daten, falls sie was brauchen sollen. Diverse Stadträte, Ordner, hochrangige Beamte und Bundesrat verstanden. Was? Außerdem mögen einige Geschäftspartner von unseren Mädchen und Plappern fehlen. Okay. Ich muss mich dafür entschuldigen. Das hier. Tresor. Okay. Platziere die Bombe. Wie soll ich das machen? Ja. Scheiße. Verdammt. Das kann jetzt lustig werden. Sind das Springen überlassen. Schüsse und eine Explosion, gemeldet vom Hotel Corleone. Ich hab ihn gesehen. Ach. Hab dich im Visier. Was soll ich denn das jetzt machen hier? Ah ja. Ich will jeden Mann auf der Jagd nach dem Kerl. Holt ihn von dort um. Hä? Ach, da war ein Cop. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen, Alter. Da war ein Cop gewesen. Was ist das für eine Scheiße? Da war ein Cop. Ah, guck mal, da stand Kapitel, komplettes Kapitel neu starten. Lol. Ach gut, na jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt brauchen wir das auch nicht mehr machen irgendwie, oder? Am Ende, kurz bevor wir am Ende sind, spielen wir das ganze Kapitel nochmal neu. Das wäre dann nochmal eine Aktion. Oder was sagt der Chat dazu? Los, was sagt der Chat dazu? Ich glaube, das wäre dann zu langweilig. Ich will jeden Mann auf der Jagd nach dem Kerl. Holt ihn von dort oben runter. Was sagst du dazu? Oh, ey, das kann doch nicht so sein. Ey, was ist denn jetzt los hier? Das glaube ich doch jetzt nicht, echt. Das glaube ich doch jetzt nicht, dass das jetzt hier schon wieder passiert ist. Kapitel neu laden. Das glaube ich jetzt nicht, ey, echt. Naja. Weil es so schön war, noch einmal. Weil es so schön war, einfach noch einmal, ne? Gesichtet! Bewaffnet!
will jeden Mann auf der Jagd nach dem Kerl. Holt ihn von dort oben runter. Er ist hier oben, Mann. Behaltet ihn im Auge. Ich habe ihn da. Auf dem Dach bei uns. Wolltest dich wegschleichen, was? Dachtest wohl nicht, dass wir hier auf dich warten. Muss die abschießen. Bleibt dir nichts anderes übrig. Muss ja hier lang. Los! Nichts. Sucht weiter! Wir geben nicht auf. Nichts. Hier nicht. Weitersuchen. Da! Schnappt ihn euch! Er hat auf mich abgesehen! Kannst du dich stellen? Keine Munition mehr hier. Das kann jetzt interessant werden, du. Hat auch runterknallt. Alter, wie der Witz gab. Jetzt hier runter. Kein Kontakt mit den Jungs auf dem Dach. Wir haben ihn verloren. Kommen wir durch die Kirche. Kirche. Heißt das eigentlich Kirche oder Kirche? Ein Kirche ist da eigentlich was zum Essen. Und die Kirche ist die Kirche halt. Sind eigentlich. Boah, schon wieder gleich 3 hier. So tief wir fallen, im Tode können wir Erlösung finden. William, hier war ein Sünder, ja. Aber er war auch ein liebender Sohn. Ein beschützender Bruder, ein loyaler Freund. Und deshalb beten wir, dass seine Seele Erlösung findet. Und jetzt möchte einer von Billys engsten und teuersten Freunden ein paar Worte sprechen. Vielen Dank, Vater. Ich wollte meinen Respekt erweisen. Billy, ich habe dir das nie gesagt, aber du warst wie ein Bruder. Du hast mir so auf den Arsch gerettet, weil es übel aussah. Ich weiß nicht, wie ich... Was? Moment. Was machen Sie da? Das ist er. Der Kerl hat Billy umgelegt. Na Kirsche, Alter. Ja, moin. Bitte, hör auf. Was hat Billy angerichtet? Hier drüben! Da schießt du da oben.
So, 10 Zuschauer, meine lieben Damen und Herren. Wer ist hier noch so am Start? Wer schaut hier noch zu? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Würde mich sehr gerne interessieren. Ja. Packen wir das Game auf jeden Fall. Autsch. Du störst deine Beerdigung und glaubst, du wärst beim Besseren? Du hättest das vor Tagen beenden können. Stain? Sein Vater war hier. Seine Mutter. So funktioniert diese Stadt. Ernsthaft. Ist ernsthaft da hoch oder was? Leute, gerne mal was in die Kommentare schreiben, wer so am Start ist. Würde mich mega freuen. Bin immer noch da, freut mich auf jeden Fall. Was haben Sie getan? Mord im Hause Gottes! Das waren Kriminelle, Vater. Diebe. Vergewaltiger. Mörder. Gott hätte sie aufgenommen, hätten sie um Vergebung gebeten. Welcher dieser Männer hätte Erlösung durch Arbeit mit Bedürftigen gefunden? Welcher auch nur ein Leben gerettet? Keiner von uns, Vater. Du Bastard. Wenn du Beichte ablegen willst, mach das besser schnell. Bitte kein Blutvergießen mehr. Tut mir leid, Vater. Verstehen Sie es als göttliche Vergeltung. Sind wir jetzt quitt? Klar. Fürs Erste. Für Ihre Mühen, Vater. Ich will dein Blutgeld nicht. Ihres wollten Sie. Macht für mich keinen großen Unterschied. Derjenige, der mit Geld hier rumschmeißt. Das sollte reichen, um die Einschusslöcher zu stopfen und Sie ruhig zu stellen. Wenn die Cops kommen, sagen Sie denen, dass die Schützen einen Ostküstenakzent hatten. Nicht aus der Stadt. Ja? Ich werde nicht lügen. Ich werde gar nichts sagen. Gut. Wäre traurig, wenn wir zurückkommen müssten. Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Der Rest von ihnen kommt! Hier! Verhaste den! Umstellt die Kirche von allen Seiten! Lass sie mich raus! Richte das in den Leichtwagen los! Ist das dein Ernst? Hat Räder, oder? Klar, wir können weitersuchen! Aber die Kopf sind überall! Ich muss nachladen! Nähere mich ihm! Gleich hab ich ihn! Lass nicht auf! Scheiße. Ach, verdammte Scheiße, doch normal. Dam, 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 dam. Kacke, 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 kacke. Naja, gut, was soll's. Zumal hat man nochmal gestorben, ne? Passiert halt. Und
Wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Es kommen immer mehr! Wir haben einen Freund dabei! Umstellt die Kirche von allen Seiten! Lass dich nicht raus! Es kommen immer mehr! In den Leichenwagen, los! Ist das dein Ernst? Hat jeder, oder? Klar, wir können weitersuchen, aber die Cops sind überall! Richte das Ding nicht auf mich! Hab ich doch gar nicht, Junge. Was bist du von mir? Ja, wer schießt denn hier nur? Da drüben. Mann, Alter, was haben die denn für Waffen, dass ich hier so abluse? Da ist auch noch einer. Was sind denn die denn? Da ist einer, da ist einer. Ja, ist doch gut, Mensch. Na, hä? Scheiße, von rechts. Hey, was war denn er für einer? Was sind das für zwei gewesen? Waren die da schon Stufe 4 oder was ist das jetzt hier? Hast du dich auch so lost angestellt bei der Mission? Oder bei dem Ende dann hier? Oder bist du einfach durchgerannt? Ich meine, ich glaube, da muss man einfach nur durchrennen, oder? Da steht ja da, entkomme eigentlich. Da reicht es ja nicht, wenn man da hier einfach nur... Naja, müssen wir jetzt mal anderweitig probieren irgendwie. Das muss ja irgendwie klappen hier, das kann ja nicht sein. Aber allzu lange werde ich dann auch nicht mehr machen. Ich werde die Mission... Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Stellt die Kirche von allen Seiten. Lasst ihn nicht raus. Versteckt. In den Leichtwagen, los. Ist das dein Ernst? Hat Räder, oder? Klar, wir können weiter suchen. Aber die kommen nicht mehr ein. Ich rede nicht mit der Knarre. Der Rest von ihnen kommt. Wir nehmen ja kein Ende. Er ist in einem Wagen. So schnell wie möglich festbleiben. Na komm jetzt! Der Wichser hat auf mich geschossen! Ah.
Okay, das lief heute nicht wie erwartet. Komm. Was auch immer im Puff passiert ist, die Cops sind sauer. Ja, Riesensauerei. Aber alles ist erledigt. Alles? Ja. Alles. Der Kerl hat uns irgendwo im Dorfpark abgeschüttelt. Sucht weiter. Er taucht schon wieder auf. Einheiten haben ihn gesehen. Geben die bald auf? Ich glaube nicht. Die müssen alle Cops der Stadt gerufen haben. Der Kerl hat uns irgendwo im Dorfpark abgeschüttelt. Sucht weiter. Er taucht schon wieder auf. Los, Tommy, schüttel sie ab! Ich versuch's. So, das hat man ja einigermaßen. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Suche beendet. Okay, wir sind sie los. Oh, Gott sei Dank. Heute werde ich aus dem Gedächtnis streichen. Wem sagst du das? Wir müssen zurück zur Bar und abtauchen. Für ein paar Wochen, so wie das gelaufen ist. Ah, der Priester hält die Schnauze, keine Sorge. Morello hat was abgekriegt und ihr müsst euch um Ghilottis Sohn keine Gedanken mehr machen. Dem Boss wird's gefallen. Ja, ich bin jetzt einfach durchgerannt. Ich bin jetzt einfach von da durchgerannt, da wird's gar keinen abgeknallt von den Bullen, die da draußen gestanden haben. Hast du gerade eben gesehen. Ja, ich find's auch immer noch interessant, dass wir immer noch um die Uhrzeit 8 Zuschauer sind, auf jeden Fall. Ja. Kiste ist auf jeden Fall gut schon kaputt hier. Sag mal, geht eigentlich auch so ein Tank von so einer Kiste leer? Der Bullen interessiert's nicht. Die Karre ist komplett im Arsch vorne rum. Komplett im Arsch, ey. Danke nochmal, Sam, für deine Hilfe. Ich dachte, meine Zeit wäre abgelaufen. Du hättest genau dasselbe für mich gemacht. Ich weiß, aber wenn man so nah dran ist, draufzugehen, das ist schon was anderes. Das brauchst du mir nicht erzählen. Denk einfach nicht drüber nach. Das ist mein bester Rat an dich. Denk am besten über gar nichts nach. Boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir das auf jeden Fall abgeschlossen, dieses Kapitel. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen in dieser Folge, in diesem Livestream, wie auch immer. Denn ich mache jetzt auch erstmal für die Hinsicht hier oder für den Abend Feierabend. Es ist nämlich jetzt 3 Uhr und ich möchte auch noch ein bisschen schlafen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für jeden Einzelnen, der hier zugeschaut hat, der hier mit dabei gewesen ist. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall was Schönes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie ihr das so gefunden habt, lasst es mich gerne mal wissen. Ansonsten eine wunderschöne gute Nacht.